Das Thema ist ja klar. Vom Ablauf her möchte ich einen ganz kleinen Vortrag halten. Danach bringe ich mehrere Beispiele praxiserprobter Lehr-Lern-Szenarien und deren Evaluation. Dann sind Sie, liebe Kollegen und Kolleginnen, gefragt. Wir werden dann im Anschluss, wie Finn es schon gesagt hat, Ihre Ergebnisse betrachten und auch darüber sprechen. Und schließlich und endlich ganz am Schluss, ich hoffe, dass wir rege dann miteinander diskutieren, werden wir den musikpädagogischen die Konsequenzen und die Herausforderungen analysieren. Nun zu meinem Vortrag Musikpädagogik und Musikdidaktik im Kontext digitaler Medien. Die digitalisierte Welt verändert das Lernen wie kaum eine gesellschaftliche Entwicklung zuvor. Und dazu stellen sich natürlich die Fragen, was bedeutet das für die Bildung in der Zukunft und können wir von den Möglichkeiten der Digitalisierung überhaupt profitieren? Und schließlich, wo ist Vorsicht geboten? Diese Fragen berühren den pädagogischen Alltag in der Schule, in der Ausbildung und in der beruflichen Weiterbildung. Und dahingehend müssen die Chancen, die Risiken und die Folgen des Megatrends Digitalisierung hinsichtlich der Digitalisierung in Schule, in der Ausbildung und in der Weiterbildung beäugt werden. Wichtig ist es dabei, sich zu fragen, wie wirksam das Lernen mit digitalen Medien überhaupt ist, zumal sich die Wirkung digitaler Medien immer unter den jeweiligen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen eines konkreten Lehr-Lern-Szenarios entfalten. Das Augenmerk liegt darin, praktische Handlungskonzepte und pädagogisch-didaktische Szenarien zu entwickeln, zu erproben und zu evaluieren. Und zwar in einer handlungsorientierten Aktionsforschung und in der wissenschaftlichen Begleitung schulischer Pilotprojekte. Die handlungsorientierte Aktionsforschung liegt in der Aufbereitung und Analyse von guten, in der Praxis angewandten Beispielen und in der vertieften Auseinandersetzung mit den Chancen und Grenzen der Digitalisierung im Schulbereich. Und die wissenschaftliche Begleitung schulischer Pilotprojekte ist, um praktische Gelingensbedingungen und Erfolgsfaktoren für den Einsatz digitaler Medien in verschiedenen Unterrichtsszenarien zu identifizieren und für den Praxisdiskurs aufzubereiten. Soweit der kleine Vortrag. Schreiten wir doch jetzt in die Praxis. Und zwar stelle ich Ihnen jetzt ein Beispiel vor eines praxiserprobten Lehr-Lern-Szenarios, das ich mit meiner Klasse 6 damals durchgeführt habe. Sie kennen ja alle den Lehrplan. Wir richten uns ja alle ganz brav nach dem Lehrplan, wenn ich das ein bisschen ironisch sagen darf. Und Sie wissen ja, was jetzt die Klasse 6 betrifft, ist gefordert, in der Musikpraxis das Singen, Musizieren, Bewegen, einfache Rhythmusmodelle entwickeln, das Hören, aspektbezogenes Hören, trainieren und präsentieren, Ergebnisse präsentieren. Sie wissen ja, in Klasse 6 ist aber auch gefordert, dass man sich mit einem Komponisten der Zeit beschäftigt, hier zum Beispiel mit Béla Bartók. Das Schulmaterial, vielleicht arbeiten Sie hier mit dem gleichen Buch. Sie sehen, was jetzt Béla Bartók betrifft, den Mikrokosmos, dass die Schüler erfahren sollen, dass es unterschiedliche Rhythmen gibt, dass er sowohl den Dreivierteltakt neben dem Viervierteltakt bringt. Und die Schüler sollen jetzt eben, so ist es in den Büchern vorgesehen, diese Rhythmen klopfen. Dass inzwischen die Schüler sowas nicht gerne machen, werden sie vielleicht auch erlebt haben. Und da stellt man sich dann eben die Frage, ja, wie kann ich jetzt dann doch versuchen, die Schüler zu packen und jetzt nicht immer nur vom Buch her unterrichten, sondern die digitalen Medien einzubringen. Und da ist wirklich ganz, ganz interessant der Cup-Song. Ich vermute, dass Sie den alle kennen und vielleicht auch mit Ihren Klassen, vor allem gerne machen das die Fünftklässler, schon ausprobiert haben. In Praxis des Musikunterrichts ist ja dieser Cup-Song schon 2015 vorgestellt worden. Und er beruht ja auf diesem Spielfilm Pitch Perfect, den Sie vielleicht auch kennen. Ein ganz entzückender, netter Film. Und für die, die das jetzt noch nicht kennen, hier ein kleiner Einblick. Das Besondere ist eben bei diesem Cup-Song, dass die Protagonistin in diesem Film
sich bewirbt mit einem Becher und versucht damit einen Studienplatz sozusagen zu bekommen. Becher, und dazu singt sie dann auch. Und das zeigt jetzt dieses Mädchen in einem YouTube-Video. Auf YouTube gibt es unglaublich viele Lernvideos, gerade zu diesem Cup-Song, wo wirklich alle möglichen Varianten angeboten werden. Ah, jetzt hat es mich rückwärts. Jetzt nochmal und Action. Der Ausschnitt reicht. Jetzt habe ich das den Schülern vorgestellt und habe in der Klasse gesagt, wir haben ja alle einen Schulranzen und im Schulranzen befinden sich unglaublich viele Dinge. Was könnte sich vielleicht eignen, dass wir sowas wie den Cup-Song versuchen zu imitieren? Und wir sind auf eine Vesperdose bzw. Vesperdosen gestoßen und ich glaube, Sie ahnen schon, was wir gemacht haben. Wir haben natürlich Aufgabenstellung, versucht, einen Vesperdosen-Beat in erster Linie jetzt mal zu machen. Also vergleichbar mit diesem Plastikbecher. Gruppeneinteilung, erstmal mit 4 Personen in einer Gruppe. Jeder hat eine Vesperdose. Die zweite Aktion war dann etwas später, ein paar Stunden später, mit 2 Vesperdosen. Absichtlich weniger Personen, weil 2 Vesperdosen, wenn man da das koordinieren möchte, ist es besser, dass die Gruppen nicht zu groß sind. Und das Entscheidende, immer wieder die Demonstration, das gegenseitige sich vorspielen, zeigen, diskutieren und weiter dran zu arbeiten. Wir gaben dem Ganzen natürlich jetzt nicht den Namen Vesperdose, sondern haben es dann Snackbox getauft. Und Sie haben ja mitgekriegt, bei diesem Cup-Song war ja ein Song dabei. Also war doch naheliegend, dass wir auch versuchen, jetzt einen Song zu machen, und zwar auf unsere Vesperdose. Also nicht ein Vesperdosenlied, sondern ein Snackbox-Song, weil es einfach schöner klingt. Die Aufführung hat natürlich dann auch stattgefunden, das sehen Sie aus diesem Bild. Aber was uns jetzt als Klasse wichtig war, wir wollten unbedingt auch ein Tutorial machen. Also ein Lernvideo, so wie wir das eben auf YouTube sehen können, mit dem Cup-Song, mit dem Becher-Training. Und dahingehend haben wir auf unserer Schul-Homepage dieses Tutorial. Sie dürfen natürlich jetzt nicht viel erwarten. Das waren damals Sechsklässler, die mit Begeisterung damals das gemacht haben und auch spontan jetzt diesen Text gesprochen haben, wie, welchen Beat, welche Bewegung sie mit diesen Vesperdosen machen, um dann letztendlich gemeinsam zu diesem Ergebnis zu kommen. Schauen wir mal kurz rein. Wir machen jetzt ein Tutorial und da machen wir den ersten Beat. Der geht so. Ihr nehmt die linke Seite unten, klopft sie auf, dann die rechte Seite unten, klopft sie auf und dann rechts oben und dann auf den Tisch. Dann macht ihr die Box auf, klopft sie einmal drauf, macht sie wieder zu, nehmt die Seite, dann die Längsseite und dann dreht ihr sie und dann wird gedreht, die Hand drauf und dann weitergegeben. Und jetzt alle. 1, 2, 3, 4. Wieder weitergeben und dann das wieder nur 2-mal weitergeben.
Und dann haben wir noch so zusammen, so dann mit dem Partner, viermal und dann 13-mal. Und dann legen wir richtig viel Schwung auf den Tisch und dann ist vorbei erstmal der zweite Teil und jetzt zeigen wir euch das mal alle zusammen. 1, 2, 3, 4. Ja, und jetzt hört man, sieht man das. Ich glaube, das war jetzt ausreichend genug. Gehen wir weiter. Ja, schön ist, dass Praxis des Musikunterrichts der Lugert Verlag darüber berichtet hat. Sie sehen im Jahr 2015, da sehen Sie auch den kurzen Ausschnitt dazu, was überraschend für uns war und was ja auch immer das tolle Feedback dann für die Schüler ist, wenn sogar dann auch die Landeszeitung, die regionale Zeitung über diese Idee berichtet. Und was auch sehr erfreulich für die Schüler ist, wenn man dann tatsächlich auch noch einen Preis bekommen kann, jetzt beim 6. Bundeswettbewerb, der 2. Platz. Der Snackbox-Song, fassen wir einfach zusammen, was war jetzt eben das Besondere bei diesem Snackbox-Song der Klasse 6a? Es veranschaulicht eine musikbezogene Designtheorie im Experimentieren, Produzieren, Singen, Beaten, Entwerfen, Gestalten mit einer Vesperdose mit und durch eine Klasse. Es steht für ein innovatives Unterrichtsmodell mit einer Klasse. Es ist ein Beispiel für eine Musikpädagogik und Musikdidaktik im Kontext digitaler Medien unter Berücksichtigung und Einbindung der traditionellen Medien. Die Vorstellung, Idee und Herangehensweise ist bisher einmalig und insofern terra incognita. Was für ein schwieriges Wort. Ja. Sie haben vielleicht sich eingeklinkt, weil Sie wissen wollten, was hat es jetzt mit dem Beethoven-Jahr auf sich? Da sind wir auch ganz fleißig tätig gewesen, und zwar im Schuljahr 2019/2020, wobei diese Idee auch zum größten Teil in die Zeit gefallen ist, als wegen Corona der Unterricht gar nicht mehr in der Schule stattfinden konnte. Sie kennen den Lehrplan der Klasse 8. Er fordert, dass Musik und Gesellschaft zur Zeit der Wiener Klassik behandelt wird, und zwar die drei wichtigsten Komponisten Haydn, Mozart und Beethoven. Und was jetzt nun Ludwig van Beethoven betrifft, ist jetzt die Idee, ein Erklärvideo von Schülern zu Schüler, von Schülern für Schüler zu machen, ein Erklärvideo, ein Einstieg dann für eine Klasse. Was jetzt Beethoven betrifft, ist die Intention gewesen, unseres Erklärvideos. Wie gesagt, die Zielsetzung dieses Lernvideos war, es soll nicht langweilig sein, spannend muss es sein, unterhaltsam, informativ. Und dahingehend haben wir jetzt uns überlegt, also diese Lernvideo AG im zurückliegenden Schuljahr, wie machen wir es, dass die zukünftigen Schüler unserer Schule, die dann alle mal in der 8. Klasse sind, zur Hinführung interessieren für Ludwig van Beethoven. Und da sind wir auf die Idee gekommen, wir machen eine Geschichte. Und zwar vom Inhalt her, es geht um eine Aliendame, sie entdeckt am 13.12.2020, also jetzt in einem Vierteljahr,
die goldene Schallplatte der Voyager 1, die am 5. September 1977 die Erde verlassen hat. Und trotz der Warnung von Stephen Hawking, der ja gesagt hat, man soll auf gar keinen Fall irgendwelche Signale den Aliens zukommen lassen, weil es könnte für uns böse enden. Ja, und die Alien-Dame studiert dann diese goldene Schallplatte und begeistert sich vor allem für die Musik von Ludwig van Beethoven. Weil interessant ist, dass auf dieser goldenen Schallplatte nicht nur jetzt die Musik von Haydn, nein, von Haydn nicht, von Mozart, von Bach, von Chuck Berry drauf ist, von Igor Stravinsky. Auffallend ist, dass auf dieser goldenen Schallplatte die meisten Musikbeispiele von Ludwig van Beethoven sind. Und sie begibt sich deshalb, nachdem sie jetzt also wirklich diese Musik gehört hat und total davon angetan war, spontan zur Erde, umkreist die Erde mit ihrem Raumschiff und zapft das Internet an, um über diesen Komponisten Ludwig van Beethoven mehr zu erfahren. Das ist jetzt die kleine Hinführung. Jetzt schauen wir ganz kurz in das Filmchen rein. Absichtlich ist am Anfang ein Zeitraffer, damit Sie den Ablauf besser mitbekommen. Und Sie werden dann ab der Information von Beethoven mitbekommen, was die Schüler dann letztendlich alles zu Ludwig van Beethoven erfahren. Ludwig von Beethoven, geboren am 16. Dezember 1770 in Bonn, gestorben am 26. März 1827 in Wien. Er verkörpert gemeinsam mit den ebenfalls in Wien wirkenden Komponisten Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart die Musikepoche der Klassik KLASSIK. Darüber hinaus wird er als letzter Klassiker und erster Romantiker tituliert. Beethovens wichtigste Werke sind die 9 Symphonien, die 5 Klavierkonzerte, das Violinkonzert in D-Dur, die 16 Streichquartette, die 32 Klaviersonaten, die Oper Fidelio, die Messen Opus 86 in C-Dur und Opus 123 Missa Solemnis. Bereits im Alter von 27 Jahren wurde Beethoven schwerhörig. Mit 48 Jahren war er vollständig ertaubt. Beethovens Hauptthema im Schlusschor des 4. und letzten Satzes seiner Symphonie Nummer 9 in dem Moll Opus 125 schmückt seit 1972 die Hymne des Europarates und seit 1986 die Hymne der Europäischen Union. Die Instrumentalfassung jener Ode an die Freude verknüpft das Freudenthema Freude schöner Götterfunken mit dem Solidaritätsgedanken Alle Menschen werden Brüder. Ludwig van Beethoven ist einer der meist aufgeführten Komponisten auf der Erde. Aufgrund der anhaltenden weltweiten Covid-19-Coronavirus-Epidemie entfallen weiterhin alle geplanten Veranstaltungen, Konzerte, Museumsführungen und Bildungsaktivitäten im Beethoven-Jahr 2020. Ja, jetzt haben Sie einen kurzen Einblick und Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass jetzt die Voyager 1 wieder die goldene Schallplatte hat, aber ein Sticker sich drauf befindet. Zielsetzung, wie gesagt, eines Lernvideos ist es nicht langweilig, spannend, unterhaltsam und informativ. Und inwiefern hat jetzt dieses Lernvideo den Button informativ erfüllt? Und zwar einerseits, die Schüler haben zum ersten Mal die Biografie und die wichtigsten Werke
zumindest mal gehört, haben von den Hörbeispielen unbewusst den zweiten Satz der 7. Symphonie gehört, einen kleinen Ausschnitt aus der 5. Symphonie und sehr ausführlich einen Teil des Streichquartetts, eines der letzten von Beethoven, und zwar den 5. Satz Cavatina. Soweit so gut. Ich würde jetzt sagen, jetzt sind Sie dran. Und zwar gibt es jetzt für Sie eine Aufgabenstellung. Die Aufgabenstellung heißt jetzt: Filmen Sie mit Ihrem Handy 3 bis 4 Geräuschgegenstände, die Filmlänge weniger als 2 Sekunden, also Gegenstände in Ihrem Umfeld. Die Handyhandhabung ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das Handy quer halten. Bitte nicht längs, quer. Wenn ich das immer meinen Schülern sage, ja, es passiert doch dann immer wieder, dass das Handy doch falsch gehalten wird beim Filmen. Machen Sie aus diesem Material mit Hilfe dieser App, die Sie ja jetzt auf Ihrem Handy haben, sozusagen ein Surrounding Sound Beat. Das klingt doch toll, oder? Und exportieren Sie Ihr kreatives Ergebnis, so wie es Ihnen nachher Finn sagen wird. Der wird dann also sagen, wie jetzt der Lugert Verlag dann auf Ihre Ergebnisse zugreifen können, dass wir dann gemeinsam Ihre Ergebnisse anschauen. Zeitfenster, Sie haben 15 Minuten Zeit. Zu Ihrer Information, diese Idee und die Umsetzung hat der Lugert Verlag auch veröffentlicht. Da sehen Sie hier diese Publikation. Und damit Sie einen ganz kleinen Eindruck bekommen, haben Sie hier mal ein kurzes Hör- und Filmbeispiel. Ja, das reicht schon. Ich hätte gerne die Arbeit mit iMovie gemacht, weil die iMovie-App ist einfacher zu handhaben, als es jetzt diese App ist, die Sie haben. Nur das Problem ist, ich zeige Ihnen auch ganz kurz einen kleinen Ausschnitt aus iMovie. Ganz klein. Immer dann Ihr Ergebnis aussehen, aber nicht mit iMovie, sondern eben mit einem anderen. Das Problem ist, bei iMovie ist, das hat sich dann auch bei meinen Schülern herausgestellt, dass besonders die Android-Besitzer sich unglaublich schwer tun, diese App herunterzuladen. Deswegen machen wir jetzt die Power Director App. Der Nachteil ist leider, wenn Sie das untere 9. Bild anschauen, auf diesem Filmchen wird dann eben Werbung gemacht für Power Director. Ja, wenn Sie jetzt dann gefilmt haben und dann mit der App arbeiten wollen, ist jetzt das die Reihenfolge, die wir dann auch jetzt 15 Minuten stehen lassen, damit Sie immer wieder drauf schauen können, aha, den Schritt habe ich jetzt gemacht, als erstes einen Namen. Unbedingt müssen Sie dieses Format wählen. Dann landen Sie in Ihrem Bereich, wo Sie ersehen können, aha, was habe ich zuletzt gefilmt. Das müssen Sie anklicken. Dann landen Sie bei Ihren 3 Filmchen und entscheiden, ja, welches Filmchen will ich jetzt gerne bearbeiten. Dann drücken Sie auf das Plus. Das Plus bewirkt, dass sich hier dieses Filmchen auf einmal in dieser unteren Leiste befindet. Und jetzt können Sie selber dann entscheiden, wie schneide ich jetzt dieses kleine Filmchen, damit der Effekt der Bewegung und des Geräusches für Sie so passend ist, dass Sie sagen können, okay, ich bin zufrieden. Wenn Sie das geschafft haben, müssen Sie dann wieder zurück in diesen Bereich, indem Sie dann auf diesen Button drücken, dann landen Sie wieder in zuletzt, suchen sich dann wieder das nächste Filmchen aus und setzen es dann daneben hin. Und so ist dann letztendlich immer die Abfolge, bis Sie sagen, okay, ich bin jetzt mit meinem Beat, der jetzt hintereinander kommt, noch nicht untereinander, das kann leider die App nicht leisten, bin zufrieden. Und wenn Sie zufrieden sind, Sie sehen, hier sind schon mehrere Filmchen, dann geht es darum, jetzt möchte ich gerne das Video fertigstellen. Das heißt, dann gehen Sie auf diesen Button, landen dann 5, 6, jetzt sind wir dann bei 7 und müssen jetzt hier in diesem Bereich
hier diesen Button drücken. Daraufhin landen Sie in diesem Bereich, wo das Video fertig produziert wird. Und jetzt ist ein Problem da, und das wird Sie auch mit der Zeit ärgern, wenn Sie das öfters machen wollen, dass Ihnen die Produzenten von Power Director unbedingt aufdrücken wollen, ja, Sie müssen jetzt unbedingt mit der Firma, einen Vertrag abschließen, weil dann wird für Sie alles geöffnet. Dann ist die Qualität Ihres Filmchens viel, viel besser. Da dürfen Sie überhaupt niemals einverstanden sein, weil dann akzeptieren die das, und am Schluss haben Sie dann zumindest eine Auflösung von 720. Wenn das dann alles geklappt hat, müssen Sie dann noch auf den Button, damit es dann vollends auf Ihrem Handy ist. Also so ist der Ablauf. Und hier noch, bevor es für Sie jetzt losgeht, nur ein kleines. Ja, ich glaube, das reicht jetzt. Oder Sie wundern sich vielleicht, warum das bildlich ein bisschen verzerrt ist. Also es hat ein bisschen so einen Comic-Touch. Und das ist eben das Besondere, dass man sowas dann auch machen kann, wenn man diese App monatlich eben die besagten Gebühren zahlt, was eben bei iMovie nicht verlangt wird. Das ist eben der Vorteil von diesem iMovie, von dieser iMovie-App, dass es gar nichts kostet, überhaupt nichts. Genau, wir haben auch gerade, Barbara, das ist vielleicht ganz interessant für dich, einige haben es auch tatsächlich mit iMovie gemacht und haben uns damit Videos zugesendet. Da sind wir schon gespannt drauf, was da zusammenkommt. Da gibt es halt nun mal die Apple-User und die Windows-User. Da hat jeder seine eigenen Vorlieben. So, ne? Ja. Und bei Schülern kommt halt sowas besser an, wenn es dann ein bisschen verzerrter ist, als wenn es das Original ist. Wenn jetzt Covid-19 weitergeht, was wir natürlich alle nicht hoffen und nicht wünschen, und dann tatsächlich wieder der Unterricht zu Hause stattfindet, also via Homeschooling, ist das tatsächlich eine Möglichkeit, mit den Schülern was ganz Attraktives zu machen, wo sie wirklich riesen Spaß dran haben. Das kann ich mir gut vorstellen, Barbara. Ich zeige auch nachher noch was anderes, gerade mit diesem Programm, aber jetzt freue ich mich erstmal auf die Ergebnisse meiner Kollegen. Verrat noch nicht zu viel. Genau, genau. Dann, Barbara, wir starten mal mit dem ersten Clip. Okay. Und zwar ist das ein Clip von Andrea. Toll. Es ist mit iMovie gemacht worden, habe ich sofort erkannt, weil der Übergang war dann so eine Art Blende, die man dann auch anders verwenden kann, damit der Übergang nicht so eine Blende hat. Aber es ist wunderbar. Sehr schön. Malte hat hier iMovie benutzt. Tolles Video geworden, großartig. Ja, toll. Danke dafür. Sehr schön. Sehr schön. Akten vernichtet hier. Cool. Prima. Thank you.
Sehr vielseitig die Videos. Echt total unterschiedlich. Aha. Die Klangschale auch wieder. Genau, eins zeigen wir, würde ich auch noch sagen. Super. Ich glaube, das ist unser Stichwort. Es wirkt, oder? Ja. Also ja, vielen lieben Dank für die ganze Zusendung. Ja. Super cool. Wir konnten es leider nicht alle zeigen. Ihr habt sicherlich Verständnis dafür. Wir hätten ruhig mehr Aber, Zeit können, weil mein Vortrag geht jetzt nicht mehr sehr, sehr lange. Ja, dann gucken wir, ob wir am Ende vielleicht noch Zeit haben und ein, zwei Videos uns noch angucken. Es kamen Zusendungen aus Mailand, es kamen Zusendungen irgendwie aus dem Süden. Also es ist schon spannend, was jetzt dann darüber so möglich ist. Gut, ich würde dann mal weit wieder zurückgeben, Barbara, an dich. Ja. Willst du einfach weitermachen? Ja, dann würde ich jetzt weitermachen. Jetzt müssten alle wieder meinen Bildschirm sehen. Ich gehe davon aus. Also, das war jetzt wirklich Kompliment an meine Kollegen und Kolleginnen. Man sieht doch einfach, wir Musiker sind doch ein kreatives Völkchen. Ja, es geht natürlich weiter. Es gibt natürlich die Möglichkeit jetzt mit diesen kleinen Filmchen, warum nicht mal einen GIF machen, der hörbar ist. Weil Sie wissen ja alle, Sie haben ja alle sicher WhatsApp und da werden ja die GIFs da gezeigt. Das sind immer ganz lustig, was ich immer sehr, sehr schade finde, dass man da gar nichts hört. Und für die Schüler ist es wirklich eine tolle Herausforderung, dass sie hörbare GIFs machen. Aber wir natürlich als Pädagogen, wir haben natürlich dann damit ein Ziel und zwar, wir wollen musiktheoretische Themen damit mit den Schülern bearbeiten, die sie ja, Musiktheorie, das mögen ja die Schüler überhaupt nicht. Und da zeige ich Ihnen ein paar Beispiele, was solche Schüler dann machen können. Und zwar zum Beispiel die Durtonleiter. Ganz einfache Beispiele, zum Beispiel am Klavier, dass dann die Schüler mit ihrem mit ihrer App dann zum Beispiel sowas gemacht haben. Sie wissen ja, die Art, es zu produzieren, ist ja ganz, ganz einfach. Und das andere wird schon verraten. Ja. Das heißt, die Schüler erleben jetzt spielerisch, was eine Tonleiter ist. Was wir an der Tafel erklären, an den schönen Notenlinien. Das kommt irgendwo, ich würde sagen, da rein und da wieder raus. Aber wenn Sie dann selber mit Ihrer GIF, mit der Idee, ich mache jetzt eine GIF und zwar eine hörbare GIF, dann ist es ja eigentlich keine GIF mehr, aber wir sagen es jetzt mal so, dann ist da auf einmal ein unheimliches Aha-Erlebnis und eine unglaubliche Freude. Und wenn man jetzt dann zu den Schülern sagt, okay, jetzt habt ihr das gesehen mit der C-Dur-Tonleiter, jetzt macht ihr das selber mal zum Beispiel. Die Lena macht es mit der F-Dur-Tonleiter. Der Henry macht es mit der A-Dur-Tonleiter. Natürlich Riesengestöhne, ist ja klar. Und jeder versucht mit einem eigenen Instrument oder mit welchen Gegenständen auch immer eine Tonleiter selber hinzukriegen. Und jetzt haben wir hier die F-Tonleiter mal mit einem Metallophon. Und jetzt geht es weiter. Es gibt die Möglichkeit, ein GIF auch anders zu machen. Zum Beispiel, warum nicht ein kleines Lernvideo-GIF-Stückchen, das man dann über WhatsApp verschickt. Zum Beispiel die Anfangsakkorde von Over the Rainbow auf der Ukulele.
man kann es dann länger machen. Also es ist jetzt dreimal wiederholt, solange man eben Lust hat. Ja, das war also jetzt das. Ich gehe jetzt aber noch einen Schritt weiter, weil irgendwann werden nicht nur die Schüler sagen, ach Gott, es ist immer die eine Schleife und dann kommt wieder die gleiche Schleife und es ist immer nebeneinander hin, wie soll ich sagen, getackert. Das ist doch gar kein richtiger Beat. Das ist ja, was ist denn das überhaupt? Und da gibt es halt die Möglichkeit, man hat zumindest jetzt mal mit den Schülern digital gearbeitet. Sie haben sich selber kreativ ausgetobt und wenn dann tatsächlich man zum Beispiel mit iPads arbeiten würde, da ist ja zum Beispiel dann nicht nur GarageBand drauf, sondern auch Premiere Pro kann man drauf machen und dann kann man hergehen und diese Filmchen, die die Schüler produziert haben, nicht nebeneinander legen, sondern untereinander. Und das bringt natürlich ganz andere Beats mit sich. Ich zeige Ihnen jetzt gleich nur einen ganz kleinen Ausschnitt, wie dann so ein Beat aussehen könnte. Ja, also das waren jetzt meine Ideen, die ich mit meinen Schülern mache. Und ich glaube, Sie haben alle gemerkt, es macht nicht nur mir Spaß, sondern es macht meinen Schülern unglaublichen Spaß. Und es zeigt auch, dass digitales Arbeiten im Musikunterricht, dass das wirklich, ja, wie kann ich sagen, dass es wichtig ist, dass man sich als Lehrer nicht dagegen stemmt und meint, ich bleibe bei meinem Buch und ich mache das, was ich an der Musikhochschule vor 10 Jahren damals gelernt habe oder vor 20 oder vor 30, je nachdem, wie jung jetzt Sie, meine Kollegen, sind. Sie sehen, die Schüler sind offen für solche Themen. Sie haben einen unglaublichen Spaß und sind sehr interessiert. Spielerisch eignen sie sich den Lernstoff mithilfe ihrer Handys an. Und die Schüler haben beim gegenseitigen Vorstellen ihre Ergebnisse, Erfolgserlebnisse. Und das ist doch das Wichtigste. Musik machen soll einerseits Freude bereiten, aber andererseits soll auch bei den Schülern was hängen bleiben. Und glauben Sie mir, es bleibt was hängen. Die Schüler vergessen solche Unterrichtseinheiten niemals in ihrem Leben, weil sie selber kreativ waren und weil sie selber diese Erfahrung gemacht haben. Hoppla! Ich kapiere ja auf einmal den musiktheoretischen Stoff und ich habe Spaß daran. Ja, also von meiner Seite aus wäre es das jetzt gewesen, beziehungsweise ach, ich hätte noch eine kleine Idee, die ich Ihnen zeigen wollte. Und zwar, was den Schülern auch unglaublich Spaß macht, wenn sie selber erlernen, wie kann ich ein Erklärvideo selber produzieren. Und das ist inzwischen ganz, ganz einfach. Es gibt genügend Software, wie zum Beispiel hier VideoScribe oder die anderen, die hier oben stehen. Der Nachteil ist dann jedes Mal, es ist mit Kosten verbunden. Das heißt, man muss dann im Jahr zwischen 60 bis 80 Euro dafür bezahlen. Aber wenn man sich wenigstens eine Software kauft und die Schule das bezahlt, ist es wirklich für die nächsten Jahre eine Herausforderung und macht, es sind immer wieder neue Klassen, und neue Schüler, die sich dann in dieses Programm einarbeiten. Und wir an unserer Schule machen schon seit vielen Jahren Erklärvideos, die dann auch auf unserer Homepage stehen, die einfach heißen Musik einfach erklärt. Und dazu haben wir dann auch ein nettes Intro gemacht, das ich Ihnen gerne zeigen möchte, damit Sie einfach mal sehen, wie unsere Software VideoScribe funktioniert.